Wenigkeit, ein Moin Moin. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Es ist sehr windig und ja, wir sind hier angekommen an einem Zugang des Chao Lao Beach. Das liegt so ein bisschen westlich von Chantaburi in Richtung Ruyong. Ja, das Meer sieht nicht unbedingt. Es lädt quasi nicht ein zum Schwimmen gehen, aber okay. Wir haben, wie es aussieht, mal wieder Ebbe. Okay. Ja, so ist das natürlich, wenn man einen spontanen Ausflug macht. Eigentlich reicht das Wasser hier hoch bis zu diesem provisorischen Steg und ja. I think you walk here and you have the feeling the water come and running. Chocolate water. Chocolate water. Chocolate water. Naja, ein wenig schmutzig sieht es aus, aber so ist das halt manchmal. Ja, es ist hier auf jeden Fall gerade Flut, weil the water from here and here. Ja, hier gibt es am Rande natürlich zahlreiche Shops, Cafés, Restaurants, aber ob da irgendwas geöffnet hat, ist eine andere Frage. Es ist auf jeden Fall alles komplett unbesucht, obwohl wir es schon nachmittags haben. Nicht so spektakulär, da war hier. Ein bisschen vorsichtig fahren, gerade an diesen ganzen Kurven. Gibt es nur einen richtig coolen Forest Park und einen richtig coolen Aussichtspunkt. Also auf jeden Fall sieht er so im Internet aus. Ob das auch so hübsch ist und so nice, das gucken wir uns gleich mal an. Kostet das hier Eintritt, aber ich glaube anhand der anhand der aktuellen Corona-Situation mussten wir gar keinen Eintritt bezahlen. Jo, okay. This is free today and that day. Now you're happy, ne? You have one place to find make pictures. Der Tag ist quasi für meine bessere Hälfte gerettet. Ja, das sieht ganz nett hier aus. Ja, das ist hier ein richtig schöner Park. Direkt am Meer gelegen. Auf der anderen Seite richtig schön bewaldet. Und ein Aussichtspunkt, den es hier auch gibt, der nennt sich Pink Stone. Ich denke mal, damit sind hier diese leicht
rosafarbenen Steine gemeint. So sieht es einmal direkt unten am sogenannten Strand aus. Hier sieht sich gerade jemand um. Und ich habe gerade gesehen, hier gibt es noch so einen ganz kleinen Pfad, der, gucken wir mal, ob man es ranzoomen kann, ja, der so ein bisschen den Berg hoch in den Wald führt. Und da werde ich gleich mal meine bessere Hälfte, auch wenn es sehr heiß ist, fragen, ob sie da Bock drauf hat. Baby, I see here one small way. Go in the jungle. We can go later? Okay. Yeah, I want. Du kannst deine Fotos machen und ich suche mir in der Zeit ein. I sit here, I looking place in the shadow. Okay. Okay, du mach mal. Schaulau Beach hat uns nicht so besonders gut gefallen. Dieser Platz hier ist hier fast gleich um die Ecke und das sieht hier definitiv ganz cool aus. Also den werden wir gleich noch ein bisschen erkunden und auch definitiv genießen. Wo sich das ganz genau befindet, das findet ihr wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung für die Leute, die es interessiert. So, ich wollte gerade zu meiner besseren Hälfte und wollte über das kleine Bäumchen steigen, lehne mich hier so an, aber das war keine so gute Idee. Der hat überall so Dornen und Stacheln. Also Leute, immer schön vorsichtig sein. Sawadee krab. So, hier startet der Pfad. Nature Trail, Pinkstone. Ja, wie schon mal in einem anderen Video erwähnt, wenn ihr hier in Thailand oder allgemein in Südostasien solche Wege hier lang geht, passt bitte gut auf, wo ihr hintretet, weil hier gibt es doch so einige Tierchen, die hier in den Ecken sitzen können, die nicht nur weh tun können, sondern im Ernstfall auch dafür sorgen können, dass ihr schnell ins Krankenhaus müsst. Oh, ist das warm. Der ausgezeichnete Weg hat hier ein Ende. Vielleicht ist er zugewachsen. You want to go? Ja, ja. No, this is, I think, normally it's way about the people not take care. We can turn. I'm scared. You're scared? For animal? Yeah. Yeah, I believe. Ein wenig schade, aber bevor wir uns da komplett ohne Weg durch den Dschungel krauchen, das muss nicht sein. Und einerseits bin ich auch ganz froh, wer hier schon mal mitten im Wald war in Thailand, so halb im Dschungel, weiß, mir läuft gerade die Suppe runter. Es ist wirklich heiß, 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 drückend. Ja, hier gibt es überall so kleine Schleichwege in dem Wald. Naja, schade, dass der ins Niemandsland geführt hat. Hm? Haus? Oh, hier near the beach. Ist nice. Why not? But only you have problem when come big storm, you know. Typhoon. Ja,
Ja, das Wasser ist natürlich jetzt überall am Beach ein bisschen trübe. Das liegt natürlich an der Regensaison und die letzten Tage hat es hier zum Teil wirklich heftig und fast ohne Pause geregnet. Und ja, da kann man wirklich sagen, da haben wir wirklich gerade Glück. Das ist natürlich hier noch, oh ja, ein wirklich schöner Platz. Schöner Ort und wie man auch sieht, nicht unbekannt. So, wenn wir schon nicht den Dschungelweg zu Ende gehen konnten, werden wir doch wenigstens diesen Weg bis ans bittere Ende durchgehen und gucken. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Schönes zu entdecken. Ja, ja, I'm careful. So, lassen wir uns mal überraschen, ob das hier auch die letzten Meter sind. Okay, kommt noch ein kleiner Strandbereich. Das sieht schön aus. Okay, bei weitem noch nicht das Ende. Ganz, ganz viele kleine, ja, Tierchen. Ich habe keine Ahnung, was das für Tiere sind. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. So, nach 2 Stunden Erkundungstour machen wir uns langsam mal wieder auf den Rückweg. So, hier ist der Weg wieder ein wenig begehbarer. Wir nähern uns dem Auto. Ja, auf dem Heimweg liegt noch ein ganz cooler und besonderer Platz und den zeigen wir euch natürlich gleich auch noch, bevor es dann heimwärts geht. So, hier sind wir angekommen auf dem Weg nach Hause. Hier ist nämlich eine ganz große Brücke, wo der Fluss hier, der Chantaburi, der quasi durch Chantaburi führt, quasi hier auf der anderen Seite in den Ozean mündet. Und da hinten, wo der Berg ist, da ist unser bekannter Affenberg. Und auch der wunderschöne Beach, den ihr schon von 2 Videos auf unserem Channel kennt. So, driving home. Yes. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen ganz, ganz dicken Daumen für uns beiden da. Wie immer, Channel abonnieren nicht vergessen, Glocke anklicken und so weiter. Euch noch einen wundervollen Tag. Wir werden uns den auch noch machen. We go eat a little bit, ne? Yes. Before we driving home. Und ja, wie gesagt, wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal auf dem Channel von Jordi in Thailand. Bye bye.